Augsburg-Kriegshaber. In der ehemaligen KUKA-Halle entsteht derzeit ein neues Bürgerbüro. Seit der Jahrtausendwende ist der Augsburger Stadtteil Kriegshaber um fast 2000 Einwohner gewachsen. Nächstes Jahr soll es deshalb hier einen zusätzlichen Service der Stadt geben. Ein Bürgerbüro zusammen mit einer Stadtteilbücherei. In Kriegshaber entsteht das erste Bürgerbüro im Augsburger Westen. Wir wollen durch die Eröffnung des Bürgerbüros die Servicequalität erhöhen und damit die Benutzerfreundlichkeit unseres Bürgeramts steigern. Für den Bürger bedeutet das weniger Wartezeit. Zusätzliche Zeit sparen kann man mit einer Terminvereinbarung im Internet. Auf der Website der Stadt Augsburg wird ein Service angeboten. Egal ob für die Bürgerbüros in der Stadtmitte, Lechhausen oder Haunstetten. Letzteres wurde erst im März wieder eröffnet. Rund 1,7 Millionen Euro hat die Stadt in das historische Gebäude investiert, um auch hier die Wartezeiten und die Abwicklung zu verbessern. Ich finde, es ist ganz ordentlich hier alles und besser in der blauen Kappe, weil hier ist halt, geht man in die Informationen rein, sagt, was man braucht, bekommt ein Ticket, hockt sich kurz hin, ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet und ist dann gleich drankommen, weiß, wo der Platz ist, einwandfrei. Ich muss sagen, in der Stadt sind sehr viele Leute immer da und ich muss sehr lang warten. Aber hier, was mir sehr gut gefällt, ist, dass man zuerst an die Information geht, sich beraten lässt oder halt sagt, was sein Anliegen ist, dann eine Nummer kriegt und dann halt wartet und dann auch ziemlich schnell dann zugewiesen wird. An der neuen Information werden nicht nur offene Fragen beantwortet, sondern auch kleinere Aufgaben, wie zum Beispiel die Passabholung abgewickelt. Eine Nummer ziehen muss dann nicht mehr jeder. Das spart Zeit und Ärger. Es ist erstmal eine Umgewöhnung, auch für die Bürger, dass es eben jetzt eine Info gibt und kein Nummernziehgerät, wobei die meisten sehr froh sind, gleich ihre Fragen abgeklärt zu bekommen an der Infotheke. Die Stadt will das Konzept der Bürgerbüros weiter ausbauen. So sollen in Zukunft weitere in Göggingen oder auch Hochzoll eröffnet werden, damit lange Wartezeiten beim Behördengang bald der Vergangenheit angehören.